A3.2. Das Auto soll mit einem Zeltwert von 5.000 Euro verkauft werden. Geben Sie mit Hilfe des Graphen zu f an, wie viele Jahre man mit dem Verkauf noch warten muss. Also man soll überprüfen, wann ist das Auto noch 5.000 Euro wert, und zwar soll man es aus dem Graphen auslesen. Hier haben wir den Preis des Autos. Also schauen wir nach, wo sind die 5.000 Euro zu finden. Und das wäre ungefähr hier. Und jetzt einfach auslesen, auf welcher Höhe sich hier der Graph befindet. Nun, der Preis von 5.000 Euro ist hier erreicht. Also lesen wir den zugehörigen x-Wert ab. Und das sind ungefähr, sagen wir jetzt 5,4 Jahre. Also Antwort nach circa 5,4 Jahren. Ganz wichtig hier dabei ist, würde es jetzt direkt auf die 5 fallen, dann auch 5 Jahre angeben. Sobald es ein bisschen daneben geht, dann gleich auf 5,1 gehen, beziehungsweise wenn es links daneben geht, auf 5,9 gehen. Auch wenn es hier direkt die gestrichelte Linie trifft, auf 5,5 gehen. Sobald es irgendwie daneben ist, lieber einen Wert kleiner wählen. Ob das jetzt hier 5,3 sind oder 5,4, das sage ich jetzt, ist Ungenauigkeit, aber man kann deutlich erkennen, es sind keine 5,5.